Yes, Okis, check hier, das ist. Ach nee, warte. You are now looking at a 2023 Volkswagen Amarok V7. Nee, wach, ich habe ja schon klar Nebendeutsch gesprochen. Right? Ihr wisst alle, was das ist. Das ist der neue Amarok. Der neue V6 Volkswagen Amarok. Und obviously weiß jedes Kind, dass das actually ein Ford Ranger ist. Weil, ey, Okis, das ist, als ob die nicht lernen, diese Bras. Mercedes hat den Fehler gemacht, Toyota hat es schon ein paar Mal gemacht. Du kannst nicht einen anderen Bra sein Auto nehmen und einfach deine Badges da drauf placken und sagen, tada, check, hier ist unser neues Auto. Weil das ist, was Volkswagen gemacht hat. Und was noch allwüstzier Punkt ist, dass die das gemacht haben und der vorige Amarok war V6. Ey, das ist ein neues Auto. Und jetzt haben die das hier gemacht, weil der originale war irgendwie besser. Und auch besser als ein Ranger. Ich meine, der neue Ranger ist nicht bad, aber nee, ich weiß nicht. Was denkt ihr? Ich personally like ich nicht dieses Gesicht. Das ist so ein bisschen so abgehackt. Der sieht aus wie eine Perserkatze, die hinten in einem Bus festgeblöcksamt ist. Aber alright, das ist Geschmackssache. Und dann dieses Weichere von dem alten Amarok, vor allen Dingen an der Seite und so hinten. Das ist alles so bigigon. Und auf dieser Kiste haben wir so Orange Peel in der Paint gefunden. Ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Und der Rollercover, der war so biggie misaligned. Checkst du, der fittet nicht so lecker. Siehst du, mein Kollege, der versucht das gerade da alles hinzukriegen, aber das hat nicht gejobbt. Alright, check, ne? Drinnen ist das nicht alles Stranger. Checkst du, oder? Bin ich da verkehrt? Check diesen Screen da und der Central Screen. Das Ding ist übrigens nicht so lecker, den zu mastern. Du musst Klumpraktis, um mit diesem Ding Marz zu werden. Obwohl, wenn du das alles ausfigerst, yes, da ist Klumprouters drin. Weißt du, wenn deine OC da reingeht in den Shop und die kauft Schuhe und du willst nicht dabei sein, dann bleibst du in deinem Ranger, ich meine Amarok, und dann spielst du mit all den Routers und den Knoppis hier. Okay, du gehst stundenlang beschäftigt sein, das ist total geil. Starte nicht die Kiste ab und zu, dass sie nicht freckt, weißt du, die Batterie. Right. Der hat auch so Shortcut-Buttons, aber wenn du so Plaspad fährst oder das so wirklich eine bouncy Straße ist, so mit Bottos, und dann willst du zirkeln, diese Buttons zu hauen auf dem Screen. Deswegen ist das besser, dass da so Physical Shortcut Buttons sind. Ne? Okay. Manche Leute sagen, dass die Ride Quality, weißt du, die Fahreigenschaften oder die Federung so ein bisschen zu hart ist, aber ach, ist okay. Heutzutage muss alles hart, weil die so Low Profile Tires haben. Der Kampfrad ist so right. Also, das ist halb gemütlich. Und ich habe nicht viele Rattles in diesem Auto gehört. Das ist doch ein gutes Ding. Dann, obviously, ist das ein ziemlich hoher und ein ziemlich langer Bucky. So, also selbst bei modernen Standards, das Ding ist groß. Ne? Meine Mutti, die hat wirklich so Problems gehabt, da einzusteigen. Also, ich musste mal aufpassen, dass die Omis da moll reinsteigt. Also, nicht a word of advice für euch Okis da. Der Tailgate hinten, der Bug, der schließt ab mit der Kabine, das ist noch halt cool. Und der Roller-Shutter ist remote-controlled. Apparently. Achso, da geht er. Siehst du, checkst du. Performance und Consumption ist so right, aber nicht so right, wenn du den vorigen Amarok überlegst. Vor allen Dingen, da waren ja zwei, der 160 und der 190 etwas. Diese große Kilowatt-Story, das Ding war schneller. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da einen Comparison mit reintun können. Vielleicht mache ich das nicht auf dem Screen. Aber checkst du dieses Ding? Ja, das ist halt ein Ford-Engine und 10 Gänge, weißt du, mir sind das Biggie zu viele. Weil checkst du, der droppt nicht so 200 Revs zwischen jedem Gang. Whatever. Die Headlights sind ganz bedonnert. Die Driver-Aids sind noch wüst willkommen bei diesem Preis, weil die müssen bei diesem Preis pretty much alles inkluden. Und das digitale Cockpit, das ist auch wüst smart. Vor allen Dingen, weil das ist ein Bucky. Aber das ist jetzt ein Bucky für den höchsten Preis. Also den muss man all diese Routers haben. Und dann, last but not least, bin ich überhaupt kein Fan vom Volkswagen Amarok. Weil, als der gelauncht wurde, wurden wir nicht eingeladen. Weil NAMM irgendwie nicht wichtig war. Und zweitens haben die das beim Cape Point Vineyards gemacht, wo ich mit einem anderen Autoclub ankam. Und obwohl wir den Parking Lot reserviert hatten, schon Wochen seine Story vorher, haben die das an dem Tag gecancelt. Weil da kam Volkswagen mit seinen Euros an und hat uns aus dem Weg gejagt. So, sieh's für jo, Skamjele. Die haben uns Sommer da weggejagt. Und das ist nicht cool. Right.
In Summary, der neue Amarok ist wüst fancy, der fährt bereit, der ist aber nicht so schnell wie der vorige und der kostet ganz, ganz viel Geld und das ist eigentlich ein Ford Ranger und du solltest nur einen kaufen, weil es den vorigen Amarok V6 nicht mehr gibt. Und das ist wüst schade. Mein Name ist Jana. Ich bin 28 Jahre alt und ich komme aus Deutschland. Ich oh, wohne hell. in. I know you seen that sign 2 miles back that said go ahead and get over. Don't you dare think you're gonna get in front of this line. Blinker! It's called a. Manchmal arbeite ich zu Hause, aber oft fahre ich zur Arbeit.